macht mit dem Speer besser. Ist relativ übel weit weg hier. Ja, Pfeiler kommen einfach. Nee, ich drehe wieder um. Das Reh kriege ich diesmal nicht. Es geht auch nicht immer. Ja, wo ist das Reh hin? Ja? Oh, wird gespawnt. Ja. Seil. Attacke? Attacke. Attacke. Ich guck gerade in David seinen Kopf rein, man hat bloß die Augäpfel gesehen. Da liegen noch Dosen und sowas. Okay, hier unten ist eine große Höhle. Hier unten sind aber auch Gegner überall, Leute. Müsst aufpassen. Oder wir packen erstmal einen Bogen. Ja. Wir müssen jetzt Stück für Stück machen. Okay, ich hier sind noch Koffer. Vielleicht sind ja hier Granaten drin. Ich muss leer's. Schieß mal was an, Jusen. Hier direkt vor uns, ja, Pfeiler. Ja, ja, mach mal. Hau drauf da. Hier rechts neben uns. Oh, die kommen hier fast hoch. Müsst aufpassen, Leute. Oh, ich habe keine Pfeile mehr. Oh, warte, ich habe noch eine Granate da. Bocken hier unten bei mir, gerade recht viele. Ich mach schnell. Bei mir ist die Granate nicht mal hochgegangen. Ich hab's auch nicht gesehen, aber ich hab's nur gehört. Ja, die Packung war jetzt auch per Hand, jetzt haben wir den Großteil gelegt. Kommt doch mal her, auseinandernehmen, oder seid ihr schon dabei? Ne, ja, bin ich schon zu dir. Aber, hä? Warte. Oh, hinter uns, David. Alter, leck das Kopf. Okay. Dann halt die Olle. Jusen, kommst du? Ja, ich brauch, ich sammle gerade ein paar Pfeile. Na, wir gehen die Leichen doch eh nochmal ab. Ja, aber ich brauch trotzdem jetzt die Pfeile. Hm. Die kannst du auch gleich erst sammeln. Wenn die Leichen abgehen. Wir gehen also jetzt zusammen einfach alle Leichen ab. Dann nimmst du alle Fälle mit. Hier sind doch keine mehr. Okay, ich bin hinter euch.
Eins, zwei, drei. Oh. Gleich genug für die Höhle. Die eine hier? Was? Ach, bei dir ist auch noch einer, okay. Eins, zwei, drei. Immer rein da mit dem Messer. Nur dann wird es besser und gut rein. Und hier ist noch ein Seil. Hier hinten liegt noch einer? Nee. Hier ist einer bei uns ist. Ah, hier. Einer. Wartet. Nee, kann ich. Nein. Jetzt. Also dahinter macht Breakdance. Aber der geht bei mir nicht. Hier hinten war noch einer. Eins, zwei, drei. Ja. Wieder in der Wand. Okay, ich sehe erstmal keine Leichen mehr. Das war's, sagst du. Das war's. Denk ein Typ. Ja, ich seh's. Ist eine Radio hier? Oh, sorry. Ich hab gedacht, ich treff nur die Kiste. Hä? Ich hab mal, ich halt meine Hände. Ach, hier ist wieder so ein Zettel, Leute. Ja. Okay, ich kann so gut wie gar nicht lesen, was da drauf steht. Aber man kann es natürlich daran halten. Robert Blue, das ist die Internetadresse. Moin Leute, Gegner. Mann. Nee, komm. David hat noch einen Pfeil in der Seite. Kannst du den rausnehmen, Jusen? Und eins, zwei, drei. Okay, hier hinten geht es auf jeden Fall auch weiter. Es gibt hier wieder mehrere Gänge, wie es ausscheint. Haut. Ui, das habe ich jetzt erst herausgefunden. So, muss nicht sein, aber cooles Feature. Gut. Weiter oder was, Leute? David ist da hinten. Okay, dann gehen wir David. Okay, David ist hier, er hockt vor mir. Ich habe gedacht, du wärst eine Leiche, tut mir leid. Attacke weiter. Sieht schon so schlimm aus. Na, wenn wir diese Petzen anhaben. Ja, gut. Da ist was in der Ecke. Jusen. Ich schmeiß mal eine Granate gleich drauf. Ja, versuch mal dein Glück. Jo, hast du einmal einen Fleischberg gezaubert, David. Oh, den Akkuschrauber können wir nicht mitnehmen, Jusen. Von dem Typen. Aber Zeitbomben, geil. Cool. Alter, schön weggesprungen. Alter, hast du den zerhackt. Alter, man kann das Fleisch einsammeln, geil. Ich kann es nicht einsammeln. Ach doch, jetzt. Nur bestimmte Brocken wieder. Gut, weiter das. Ha!
Alter, von hinten kommen auch eine ganze Menge. Dann lass zurückziehen. Für Jürgen. Oder? Ja, David. Alter, ich habe einen Kopf abgeschlagen. Okay. Alle tot. Dann fangen wir mal Stück für Stück hier hinten an, oder? Kommt da irgendwie alle an die Leiche? Ja. Welche denn? Die haben wir. Ah, eins. Oh, scheiße, ich bin schon durch. Ist ja egal, solange wie man in der Zeit noch drückt, wo du dabei bist, glaube ich, gilt das noch. Ja. Dann nehmen wir den da drüber. Ja. Der. Also ich kann keine mehr tragen. Warte. Warte, ich kann ja erstmal. Geht dir doch welche an. Oh, okay. Ja, mach das doch. Auf jeden Fall sind da hinten noch mehr. Hier vorne sind noch zwei. Na, warte mal, ich muss mir erst auch was anziehen. Das haben wir. Den hinteren, der sitzt, oder was? Der hinüber, der so gebeugt ist, ja. Okay. Ja, ich glaube, das ist die falsche. Ja, ich auch, glaube ich. Und schnell noch den hinten. Ah, ne. Da lagen drei oder vier übereinander, Leute. Der hier vor mir? Ja. Los. Alter. Ich hab jetzt den vor Jusen seinen Füßen direkt. Jo, ich auch. So, jetzt der obere. Los. Müssen wir mal gucken, hier vorne ist gleich ein Viech. Mhm. Dann müssen wir noch einen haben, oder? Oder haben wir es jetzt vergeigt? Ne, wir haben es vergeigt. Ah, ist ja nicht schlimm. Die Olle? Und dann den linken hier? Ne, der geht nicht. Aber der rechte geht. Bei mir gehen beide. Los. Oh, da ist ein Viech, da kommt jemand, ja. Erstmal den, wa? Ja. Haut rein. Hinter uns kommt noch einer. Also vor uns, vor der Flare. Okay. Hauptschuss, Alter. Eins, zwei, drei. Messer rein. Und mal gleich wieder eine neue Rüstung machen. Meine ist jetzt voll weg. Und der hier in der Ecke ging noch, Leute. Oh, ich hab auch zu viel, oder? Ja, ich kann auch nichts mehr tragen, glaube ich. Na, dann sammle ich die ein. Oh, ich kann auch nichts mehr tragen, muss ich erst was anziehen. Weil Luke jetzt. Guck mal, der hier ging noch, Leute. Let's go. Oh, da kommt schon einer. David! Ja, ich soll verdammt Energy trinken. Das war Davids Fuß. Gut. Eins, zwei.
Sicherheit. Wir haben ja ein paar. Okay. Hier ist noch ein Seil. Und ein Blatt Papier. Hier liegen überall Flaschen und Heilmittel. Hier. Die Seile kann ich nicht nehmen, kann jemand von euch nehmen? Ja. Ich habe auch schon genug Seile. Da ist ein Viech. Ich sehe es nicht. Da. Oh, das ist ein schnelles Viech bei Pfeiler. Ja, nimm doch mal wieder die Wache. Oh, das. Oh, ich hab keine Pfeile mehr. Da kommt was. Ah ja, da kommt was. Oh. Ich höre irgendwas. Ja, ja, das ist noch da hinten. Jetzt kommt's. Ja. Und dann auseinandernehmen. Dann müssen wir den anderen hier noch auseinandernehmen. Okay, hier ist nichts. Mal, guck dir mal das an, David. Es gibt später noch eine Spitzhacke. Guck dir mal hier die Wand an. Oder? Vielleicht kann man das jetzt schon kloppen. Ich wüsste bloß nicht wie. Ich glaube, da brauchen wir erst die Picke. Vielleicht findet man die ja hier auch irgendwo. Ob die ein bisschen weich. Ich denke mal, das ist in einem Würfel. Das macht auf jeden Fall geholfen, wenn man das Leckerzeug braucht. Das ist der Respawn-Punkt, wenn wir sterben. Achso. Wo wir uns rauspellen, weißt du? Ah. Gehe ich mal von aus. Von denen kriegen wir nichts zu essen. Vorne ist was. Ja, hier kommt mehrere. Zurück, 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 zurück. Oh Gott, hier bei mir ist auch noch einer hinten. Oh, ist okay, ist auch noch vorbei. Sind vietnamesische Zwillinge, die an der Hüfte zusammengewachsen sind. Keine Pfeile. Okay, einmal habe ich tot. Scheiße. Das wollte ich jetzt nicht. Das ist auch wieder gut. Mitdrehen und hinter denen bleiben. Hat man eine ganz gute Chance. Die können in den Wänden klettern. Yeah.
kurz Rüstung nachlegen. Warten. Bitte warten. Bitte warten Sie. Wenn möglich, bitte warten. Okay. Schnipp, schnapp. Vielleicht ein bisschen zu voreilig gerade, oder? Na, ja, ich hätte was noch hinbekommen. Auf die Plätze, fertig, los! Ab jeder der Peter. Oh, Babys. Hier sind Babys. Babys. Wir schon? Nee. Fall muss man wohl irgendwann Metall abbauen können. Das sieht mir sonst zu komisch an der Wand aus. Okay, hier ist ein schmaler Gang, Leute. Jusen, brauchst du noch Pfeile? Dann bleib mal kurz stehen. Ich bin hier. Okay, bis jetzt ist hier noch nichts. Hier sind Holzkisten. Bei mir. Ich komme rüber. Auf meiner Seite ist erstmal nichts auf der gleichen Höhe. Oh, wieder Seile. Ich kann aber auch keine mehr tragen. Vorher brauchten wir die Masse. Ich jetzt. Wie es aussieht, hätte man wohl irgendwo schon die Picke bekommen können. Ich glaube nicht, dass man nochmal in Höhlen zurückgeht. Vielleicht ist es dunkel. Vielleicht müssen wir auch nochmal durch die pulsierenden, zu den pulsierenden Dingern. Vielleicht müssen wir da erst hin. Oh, hier Gegner. Oh, ganz viele. Ach, du Kacke. Alter. Ja, wir müssen vielleicht erstmal ein Stück zurückkommen. Ach komm, lass uns ja einfach so schnell los. Oh. Ja, da drüben ist noch einer.
Ja, hab dann was gewonnen, aber. Oh. Die jetzt einfach hier schnell auseinander. Oh. Die leuchtet auf jeden Fall was. Okay, bei mir sind Gegner. Oh. Ja, stimmt, hä? Sind die gerade gespawnt? Hinter dir, Jusen. Oh. Oh, hier sind zwei. Nein, ich hab dich geschlagen. Ah, doch, hab's nicht. Ja, sonst war hier links, rechts bis jetzt gar nichts weiter. Wir müssen einfach weiter geradeaus zum Licht. Ich denke ja. Auch, ja. Gib mir ins Licht. Alter. Ja, hier müssen schon echt viele Menschen versucht haben, auf der Insel was zu reißen, aber alle sind gestorben und nie wieder zurückgekommen, Heike, die will. Ja, oder alle abgestürzt, aber. Die Höhle ist auf jeden Fall nicht klein. Babys? Hier noch was, ne? Ne, ich hab jetzt nichts eingesammelt. Viele Bergarbeiter hier rumbaumeln. Wieder Seil, ist ja klar. Ich bin auf dem Weg. Bei uns sieht das aus, als wenn du stehst. Jetzt läufst du. Links oder rechts? Links, oder? Leute, war hier nicht der Eingang? Nee. Babys? Noch mehr. Alter Falter, ist die Höhle verwinkelt. Ich glaube, wir haben fast eine der größten Höhlen, die vielleicht noch in andere Höhlen übergeht, gefunden. Machen wir den anderen Weg gleich noch, wenn wir wieder ein Stück zurücklaufen. Und hier geht's auch immer weiter. Da sind Gegner. Ja!
Pika. Der tot? Ja, bei ihm ist einer. Auf da. Losen. An der Wand? Hä, wo ist es denn? Hier. Gut. Ja, so löst du Nachteil. Okay, ich hab gedacht. Naja. Ja, ich bin der Einzige, der mal das Rüstungsproblem hat, aber so ist es als Tank. Oh. Ja, hier, siehst du, da haben wir so, als hätte ich vorhin nicht recht gehabt. Zarpunengewehr. Ja. Und gucke mal, wenn wir hier jetzt rausdüsen, kommen wir genau da an, glaube ich, wo wir vorhin standen. Weil nach unten ist, glaube ich, keine gute Idee. Nee, da würde ich erstmal noch die anderen Gänge ablaufen. Ja. Erstmal cool ist, das Ding hat eine kleine Taschenlampe, aber das ist eigentlich bloß ein kleiner runder Kreis. Ich glaube, das ist eine Zielhilfe. Und keine Taschenlampe. Ja. Aber du weißt, wo das Ding hingeht. Ein Baby ist hinter mir. Das wäre die Sackgasse gewesen. Okay. Nee, hier ist Koffer und so. Alter, Armbrustbolzen haben wir auch. Gut, dann müssen wir wohl darüber mit dem Seil. Nee, wir haben doch noch eins. Noch eins? Ja, und wenn wir noch eins weiter zurückgehen, hatten wir doch noch eine Abzweigung. Zwei Gungen. Jetzt müssen wir nach, ja genau, nach hier. Leute, rennt mal nicht so. Ah, der Typ, der vermisst wird, den wir suchen, glaube ich. Ich komme nicht aus der Ecke raus, wenn ihr hier steht, ne? Danke. Ja, das war auch eine Sackgasse. Also war immer den richtigen Weg schon gelaufen, würde ich sagen. Na denn, gucken, ob das so funktioniert mit der Seilrutsche. Richtig, ja. Na, durchs Wasser, ja. Gute Frage. Nächste Frage? Nee, ist richtig.
Alle da, Attacke. Nee, ist aber nicht die gleiche Stelle wie... Nee, der Teil... Nee, wir sind woanders. Unten ist nicht weiter am Wasser. Wo ist David hin? Ach, vor mir schon. Ja? Ich dreh mich um und du huscht immer an der anderen Seite an mir vorbei, hängt dir die viel. Tja, so langsam. Oder du zu Ninja-artig. Macht Jusen schon wieder? Muss was essen. Dann sagt es doch, dann können wir stehen bleiben. Ach, ich wäre schon hinterher gekommen, alles gut. Okay, hier geht's raus. Gut, dann haben wir die Höhle durch, wa? Ich denke ja, dass wir alles haben. Ja, und wir haben ja was sehr, sehr wichtig gefunden. Ja. Dann können wir jetzt theoretisch noch auf dem Rückweg nochmal bei der anderen Höhle vorbei. Und nach der machen wir uns dann auf dem Weg nach Hause. Haben wir so ein grüner Punkt auf dem GPS, wo wir in der Nähe sind. Ja. Oder wir gehen mal zu dem. Da hat Jusen nämlich letztes Mal nichts gefunden. Vielleicht, Er hat doch auch einen Höhleneingang. Achso, bei dem grünen Punkt ist auch ein Höhleneingang. Na, lauf, Leute. Dann laufen wir zu dem, dann laufen wir zur Höhle oben. Das war die ja rechts, war. Oh, Kacke. Und dann wäre es cool, wenn wir dann noch kurz erstmal Pause machen könnten, wegen Gassi gehen und so. Genau, wegen unserer Hundis. Naja, und dann ist die Frage, ob nach dem grünen Punkt oder nach der nächsten Höhle. Aber... Wir könnten ja. Auch jetzt schon erstmal nach Hause gehen. Ne, ich würde jetzt noch die Punkte ablaufen, das ist auf dem Weg nach Hause. Oh, wollen wir nochmal kurz pennen? Das ist, glaube ich, gerade Nacht geworden. Oh, hier ist ein Gegner. Am Arsch ist Hubster. Dann gehen wir jetzt halt zum grünen Punkt erstmal, oder was? Ich hätte gedacht. Du hast aber auch ganz schön weit weg, ne? Geht doch. Wenn ich gucke, wie schnell wir laufen, also ist schon ein Stückchen. Oh, ich habe hier was gefunden. Der Elektroschockstab war hier drin. Ja, nice, sehe ich gerade. Nice. Kann man so schön tasern. Diesen kann man verzeihen. Hier ist noch eine Truhe. Aber dann kann ich nicht aufmachen, ja? Kann ich hier aufmachen? Nö. Nee. Geht zwar auch nicht. Ah, die hier geht aber. Uhr und Batterien. Fällt ein.
Oh, hier ist ein Camp rechts, wollen wir das mal mitnehmen? Da waren wir hier vorhin schon. Oh, Kisten waren noch nicht offen, ich denke nicht. Ne, ich glaube auch nicht, dass wir hier schon waren. Oh, hier sind... Ah, okay, gedrückt halten ist der Taser eingegangen. Ja. So, naja, sind wir da schon fast da. Geht's tief runter, passt auf. Ja. Ah, ist der Seite. Ist das dunkel. Jetzt muss ich mal nachher gucken, dass ich die Bildschirmaufnahme für euch vielleicht einen kleinen Tacken heller mache. Für euch ein Stream, Leute. Denn nachher. Das ist ein Golfkart, aber da ist gerade nichts dran. Also wäre jetzt hier schon am grünen Punkt voll vorbeigerannt, David? Hier, hier, hier ist die Höhle. Oh, da oben links sind zwei Viecher bei Jusen. Ist egal, einfach rein, die kommen uns nicht hinterher. Okay. Na, los! Dann gucken wir kurz nur, ob drinnen sicher ist und dann könnten wir eigentlich schon bleiben. Sieht erstmal sicher aus. Ja. Hier hinten geht's dann irgendwie weiter, aber hier der Gang ist erstmal safe. Ja, ist doch optimal. Optimal? Obwohl, dann können wir speichern. Dann können wir hier nicht so ein kleines Zelt kurz hinbauen? Genau, müsste doch gehen. Okay. Ich kann ja auch mal hier vorgehen. Gucken, ob hier gleich was ist. Alter! Kommt mal mit, Leute. Wir sind in einem Bunker. In... Oh, oh, nice. Da vorne gut, können wir doch bestimmt. Dann lass erstmal bis vorne bis zur Tür. Ja, dann lass erstmal hier kurz ein bisschen kicken, ja. Okay, hier haben wir Platz, hier haben wir alles. Hier, hier ist ein Bett. Ja, nice. Können wir speichern. Zack und pennen. Hier ist ja alles. Pfeile, Nahrung, alles, Alter. So viel können wir bestimmt gar nicht schleppen. Gut, wir haben gespeichert. Wollen wir jetzt erstmal ausmachen oder was? Und dann nachher genau hier weitermachen? Können wir gerne machen. Ist für David halt bloß blöd, wenn er weiterspielen will. Ja. Wie lange braucht? Stunde. Eine Stunde. Mit Hund rausgehen, was essen mit Frauchen und so. Dann lass doch schnell den Bunker hier machen, oder? Und dann alles nach Hause bringen. Und hier wäre der Drucker, wie ich sehe. Jo, aber dann flitzig wegst du mal schnell auf Toilette, weil das kann ich dann trinken. Da habe ich wieder. Was kann man hier noch so herstellen? Nimm mal deine Trinkflasche. Na, wir gucken gleich mal. Okay. Immer hier an das Ding, Peiler, hier ist nämlich dieser 3D-Drucker und da ist eine Trinkflasche oben für dich. Nimm die mal. Dafür haben wir das Drucker-Dings bekommen. Dieses Harz, Drucker-Harz. Ah, okay. Oben, wie gesagt, Digga. QL. Und was gibt's da noch? Das interessiert mich mal. Ich sammle erstmal alles ein, was ich tragen kann. Wir können eine Maske drucken. Oh, die brauchen wir später bestimmt auch noch. Enterhaken drucken. Das Tech-Mech. Das, was wir brauchen für die Tech-Rüstung. Ich frage mich aber, ob sich das lohnt, das zu drucken, weil du kriegst da einen Hit und dann ist es weg. Ah, okay. So, da macht Mutanten, glaube ich, mehr Sinn. Aber Mutanten halt haben wir schon mal. Oh, Schlitten! Oh, der kostet 1000. Und Holz. Ja, von uns hat jeder 300 vorne eingesammelt, glaube ich, oder? Oder ich habe 450. Ja. Das ist eine Frage, ob ein Schlitten reicht, glaube ich. Wir brauchen ja nicht mehrere. Ich habe 587. Stand da gerade noch Flinte oder was ist das da? Ein Speer oder was? Nee, das ist ein Enterhaken. Oh, grün, oder? Und Pfeile. Aber ach, Pfeile brauchen wir wirklich nicht drucken. Ja, das stimmt. Also eine Maske hätte ich jetzt noch gesagt.
Ja, dann machst du auch eine Maske für ihn. Fehlt ein Fall, oder? Nee. Brauchst du noch Pfeile usen oder hast du erstmal? Pfeile nehme ich immer gerne. Ich hab. Nö, dann bleib packen. Nee, nicht schlafen. Ich bleib in seinen Rucksack. Ja. Ich geb dir aber nur die an, die normalen, die Armbrustbolzen und die Dingspfeile, die behalte ich erstmal, ja. Auch wenn wir die jetzt so nicht brauchen. So, ich hab dir 16 Pfeile gegeben, ja? Vergesst nicht, die Armbrustbolzen alle aus der Ecke noch einzupacken. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich glaube, alles andere habe ich erstmal dabei. Aber Trinkflasche ist schon mal sehr, sehr geil. Jo, aber die ist noch nicht gefüllt natürlich, die müssen wir erstmal füllen. So, oder wollen wir den Schlitten einmal herstellen? Ist ja die Frage, ob wir den aufnehmen können und wieder hinsetzen können. Komm, wenn wir schon mal hier sind. Sonst wäre es ja blöd eigentlich. Ja, 250 Milliliter mal 10, dann könnte man sich die ganze Rüstung machen. Mhm. Die Rüstung können wir aber noch nicht herstellen. Kann sein, dass wir da einen anderen Drucker vielleicht finden müssen. Oder den Plan dafür erstmal, oder den richtigen Stoff dafür, den man noch dazu braucht, keine Ahnung. So, wir könnten einmal dieses Tech-Mech herstellen, vielleicht können wir da neue Sachen. Okay. Können wir nur dann noch da vorne in den hellen Tunnel laufen. Und wenn man dieses... Drück mal nochmal speichern. Hat du einen schönen Schlitten? Ja, sieht man den? Ja, du hast ihn in der Hand. Ja. Ich frag mich, ob wir denn echt, wenn wir im Schnee sind, uns oben auf, im Berg auf den Schlitten setzen können und dann runterrodeln. Ach, das wäre geil. Ja. Anleitung und Inventar, neue Anleitungen. Nice. Guckt mal, hier kommt Wasser aus der Lampe. Das ist, glaube ich, nicht so gut. Ui, ich habe jetzt nochmal drauf gedrückt. Was passiert jetzt? Ah, er druckt mir jetzt auch ein, wa? Kein Schlitten, sondern ein Dings, glaube ich, oder? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Ich habe einfach mal gedrückt, weil ich gedacht habe, wie ich das sehen kann. Ah, das ist Polymerplatte oder was? Ja, ich nimm das mal in die Hand und guck mal, ob du da schon irgendwas mit mehr Anleitungen oder... Hier, da unten ist es. Kombinieren, legen wir mal rein. Dann, wir können nur die Tech-Rüstung und alles machen. Na, ich glaube, wir können das wie die Mutanten-Dings einfach raufklatschen. Kombinieren. Tech-Rüstung, um die Tech-Rüstung draus zu bauen, brauchen wir die einzelnen Elemente. Dann brauchen wir aber auch Draht und alles andere. Ich hab sogar alles. Schlitten, Pfeile, Flasche, Maske, Knochen und Haken. Und was macht die Maske eigentlich? Sollen wir die auch machen oder lieber nicht? Ich vermute mal, die kannst du aufsetzen, damit die dich nicht angreifen. Ja. Kannst du aber nicht drucken, habe ich alles ver... Nee. Musst den E drücken. E gedrückt halten. Ah, okay. Ich habe gerade reingemacht, Peiler. Alles gut, da unten steht doch die Füllanzeige, Josen. Ach, stimmt. Ich habe auch schon ab und an ein bisschen was reingemacht. Ich hatte vorhin, glaube ich, auch wesentlich mehr. Eine rote Maske. QL. Rote Maske. Rote Maske. Maskenrot. Oh, den Elektrostab muss man aufladen. Okay. Ja, verliert man Haltbarkeit. Gut, wollen wir den Bunker noch durchgehen und dann nach Hause, oder was? Oder kurz pennen gehen, damit wir alle mal ausgeschlafen sind. Achso, ich wollte gucken, ob ich hier ein Dings hinstellen kann.
Ach so, nicht. Haha, müssen wir ja gar nicht. Richtig, wir können auch hier pennen. Oh, ich muss laufen. ich bin irgendwie nicht ausgeruht. Ich auch nicht. Wollen wir nochmal? Ja. Nein, dann kriegen wir gleich Durst. Ja, Durst habe ich jetzt schon. Hm. Aus dem Wasser. Ah ja, Energies. Energies. Energy. Gut, dann lass uns mal hier weiter gucken, wa? Achso, ich kann noch mal ganz kurz an die Pfeile, habe ich genug, hat der Pfeiler mir gegeben. Ja. So weiter Pfeiler oder was? Ich esse bloß noch was. Cornflakes gefunden. So. Ein Staubsauger hier, Alter, geil. So ein kleiner Bohnenstaubsauger. Was ist denn das? Ganz schön glibberig die Decke. Ja, Mann. Boah, Alter, jetzt wird's hell.